Herzlich willkommen, Damen und Herren, zur nächsten Folge von Cyberpunk. Treffen mich wieder mit Judith. Steig mal ein. Jo. Gut, dass du da bist. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was habe. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Da drin ist es nicht sicher. Okay. Okay, dann mal los. Die Sam öffnet sich. Sachen, die jetzt so rumliegen hier, ne? Kriegst du ihn visiert. Ach ja? Ich bin seit 4 Tagen hier. Irgendwas stimmt nicht, als ein Kisten zu schleppen. Scheiße, ich steig aus. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Schön, dass er mein Scharfschützengewehr. Erkennt man gar nicht wirklich vom Aussehen her. Das brauche ich nicht unbedingt. Hallo! Immer du stehst! Raus! Hab Schüsse gehört. Willst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Die ganze Zeit von irgendwo gehackt.
ist jetzt schon alles, was ihr könnt. So, einmal bitte komplett entleeren. Manchmal kann man die Sachen nicht so gut aufheben, wie man möchte. Irgendwo schon da hinten. Street Level. Ich hoffe, es kommen nicht auch irgendwann so Fallen oder so. Das ist echt sehr ungünstig dann. Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Sie sind hier. Bleib wachsam. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Okay. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich. Evelyn? Ja, ohne Zweifel. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Erythritol. Einfach nichts sagen. Taste. Ich noch irgendwas aufheben da. Den Fettsack hier immer verstecken. Nein. So. Zip. Na, ah, okay. Jetzt kann ich das auch geht. B550, 550E9. Dann nochmal BD. Und nochmal BD. System offline. Ist ganz schön finster hier unten, muss ich sagen. Wir müssen in den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Ich könnte sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Der Boss war jede Furze für einen scheiß Lohn für ihn arbeiten. Furzen wie du.
waren Fotzen, einfach nur diejenigen, die versagt haben. Hey, wie wär's, wenn wir aufhören zu verlieren und zur Abwechslung sein? Du und ich, wir laden die Kisten. Ну что опять? In dem Aufenthalt. Na, hat gut funktioniert. Oh. Hat nicht gut funktioniert. Ah. So alle Scheiße hier. Man hätte das auch gleich leer. Das piept auch schon vor sich hin. Einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Wie, warte? Ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du, dieses Hemd. Das kenne ich. Evelyns? Ja, ohne Zweifel. Wir haben nicht... So, jetzt bin ich jetzt leer. Kein Problem. Ich habe keinen Spielsound mehr. So, alles Scheiße. So, wir müssen ja noch ein bisschen leveln, damit es auch viel einfacher wird. So. Aber, upsa. Ich werde gleich jetzt, wenn mein Headset nochmal ausgeht, dann nochmal kurz mein Ladekabel holen. BD. E9. Ja, Idee. Machen wir so. Das sind doch nicht so viele, deswegen. Weiß ich, Geld würde eh dann gleich wieder auf einen Schlag weggehen, also. Sieht aus, als wären Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. Die Medizion. Propylmethionin müssen hier RPM kochen. RPM. Habe ich immer auf mein Frühstück gestreut. Na, Koks einfach. Kokslager messt das hier nicht. Ein riesengroßes, fettes Kokslager. Ich bräuchte technisch 4. Sind wir sogar so Level up? Gibt's hier eigentlich so Straßenkämpfer? Na. Dann wollen wir das hier machen. Netrunner wird hervorgehoben. Das ist ja netter. So, hier geht's ja nicht weiter. In den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Hat seine Bude gesehen. Deshalb.
Das ist nur kurz verschleudert. So. Wir warten diesmal, bis er ein bisschen weiter weg ist. Früher waren Fotzen einfach nur Fotzen. Perfekt. Was ist das, Arschlöcher? Scheint, als hättest du alle erwischt. Jetzt ab in den Korridor. Ja, warte, warte. Guck dich mal. So, das wäre ein anderer Weg gewesen. Okay, halt, was versteckst du hier? Money. Genau, die Kamera sind deaktiviert. Den verstecken wir mal. Hallo? Also hier Stealth durchgehen. Damals bei Samurai haben wir da drin nach Background-Tänzerinnen gesucht. Keine Netzwerke ausschalten. Hm? Wow, echt originell. Sieht aus, als wart ihr nicht die Einzige mit so genialen Ideen. Das war eine unerschöpfliche Goldmine für Frauen. Okay. Da, verlinken. Money. Fünfzig. So, und 1,10. Gut, dann speichern wir jetzt einmal hier. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, denn man hätte das leer, ich höre schon seit 3 Minuten keinen Spielsound mehr. Und somit auf Wiedersehen.